Wir lächelten wieder und ich hatte das Mikro zu weit weg. Und irgendwie klingt Aaron ziemlich weiblich. Das klingt ja noch höher, als wenn ich normal rede. Und jetzt noch einmal! Ich begleitete ihn zur Türe, gab ihm einen Abschiedskuss und er verschwand. Ach, toll. Als ich fertig mit Kochen und Essen war, klingelte es an der Türe. Ich überlegte, ob ich die Türe öffnen sollte. Und ich sollte aufhören zu stockend zu reden. Als ich fertig mit Kochen und Essen war, klingelte es an der Türe. Ich überlegte, da sind zwei Grammatikfehler drin oder fehlt ein Wort. Es hört sich auf jeden Fall komisch an und das ist so mind-blowing, mir das dann noch zu merken und dann versuchen, vernünftig das auch noch zu sagen. Mann. Und dabei ist es noch so warm. Mein Ton wurde etwas höher. Sakura schüttelte den Kopf. Oh, Misaki, er ist der beste Tänzer aus unserer Stufe und ihre Mitbewohnerin. Ich hab zu früh angefangen. Ich werde euch lustige Kommentare von meinem Buch Couch-Arbeit. Ich werde euch Kommentare vorlesen von meiner Geschichte Couch-Arbeit-Summer New One. Fick dich, du Messgebäude! Ich glaube, ich sollte nicht so rumschreien. Deine Eltern hatten locker einen One-Night-Stand. Du Bitch hättest nie geboren dürfen. Bei dem Direktor muss ich an den Vater von Azon denken, also aus Assassin's Classroom. Er ist doch nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Ich hoffe, dass sie und ihre Mutter sich jetzt besser verstehen werden. Aber trotzdem, werde ich diese Bitch schlagen, wenn ich sie nochmal... Scheiße. Lilaf. Arbeit, Suko Wolf. Ach, unter einer harten Scheide. Unter einer harten Scheide ist auch ein weicher Kerl. Misa, etwas mehr beeilen, bitte. Sorry, aber gerade nervst du tierisch. Ja, gab ich von mir und da kamen wir auch schon an. Als erstes erblickte ich meine teuflische Lehrerin mit einem anderen Lehrer, wahrscheinlich aus der Hip-Hop-Akademie. Ruhe, meine Damen! Also, wir begrüßen herzlich die Hip-Hop-Akademie. Alle klatschen. Plötzlich kam der andere Lehrer von... Ja, das üben wir nochmal. Alle klatschten. Plötzlich kam der andere Lehrer vor und sprach. So, meine Mädels, heute habe ich Besuch mitgebracht. Nora, Amy, John und Takumi Usui. Alle! Lies dir den Satz nochmal durch, bitte. Alles war weiß und prächtig geschmückt. Nicht so wie bei uns. Aber bei uns ist alles farbenfroh und cool. Figuren an aufgezeichnet. Und ich weiß, dass Tiere sehr viele Fehler dran sind. Aber ich bin Takumi Usui. Mich interessiert das ein Scheißdreck. Wir vier stellten uns in die Mitte und Musikgang. Na schön! Sie geht mit Kiel und Amy zum Trainingsraum. Kiel!
Na schön, sie geht mit Kiel und Amy zum Trainingsraum. Yeah! Ist mir scheißegal. Ich werde Kiel sagen, ja? Und ihr könnt nichts daran tun. Dann ist halt nicht das Yell aus Butler und was auch immer. Ja, das ist Kiel. Kiel. Kiel klingt besser, fickt euch. Nein. Doch. Eva, du bist doch so ein Englisch-Fan. Aber Kiel. Kiel hört sich super behindert an. Ich mag Kiel. Kiel ist männlich! Ja, der Typ ist aber die jüngste Pussy! Der hat einen Butler! Nicht alle Menschen mit Butler sind eine Pussy! Junge, ich guck dir Sebastian, ist der übelste Mucki-Maskel-Typ! Mucki-Maskel! Wenigstens Menschen nicht Sebastian! Ja, und Sebastian! Sebastian! Sebastian wird ja auch nicht Sebastian, sondern Sebastian ausgesprochen! Deswegen wird Ciel auch nicht Kiel, sondern Ciel! Ist mir scheißegal, ich nenne ihn Kiel. Ihr könnt nichts daran ändern, ich nenne ihn Kiel. Ich nenne ihn Kiel, 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 ich nenne ihn Kiel. Du nimmst immer noch auf. Das darf ich 24/7 ertragen. Der Kiel heißt nicht Kiel, sondern Ciel. Der Typ ist Engländer, also Ciel. Ciel oder Phantom Hunt. Nicht Kiel oder Phantom Hunt. Ciel, nicht Kiel. Was ist jetzt? Schöne Bewegung dabei. Da oben sind drei Mücken. Du hast alle Seite da. Nee, der Typ heißt Kiel. Nein, der heißt nicht Kiel, der heißt Jay. Jetzt wollte ich mich schon ganz Kiel. 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 Ich weiß, dass es Jell heißt, aber ich mag Kiel mehr. Nein. Kiel hat sich einfach so ein Übel. Ich bin Deutscher. Der Typ ist Engländer. Ich bin Deutsch. Aber seine Mutter ist hier japanisch. Alter, das interessiert doch keinen. Die Mutter ist Deutsch. Die Mutter ist nicht Deutsch. Die ist schon. Ist nicht. Die hat sie umgebracht. Und vielleicht ist sie jetzt tot. Du nimmst immer noch auf. Wieso? Weil das witzig ist. Und ich weiß immer noch hier, nicht Kiel. Das ist mir scheiße, egal. Kiel ist nämlich ein Fluss. Wirklich, es gibt einen Fluss, der ist Kiel. Kiel! Eva, wenn du einmal Kiel sagst, schmeiß ich mit diesem scheiß Radiergummi ab. Ah, das Radiergummi ist Todes. Da, 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 da. Na schön, sie geht mit Ciel und Amy zum Trainingsraum. Oh, ich hab gerade auf Aufnahme gedrückt, das ist dir schon klar. Halt einfach die Klappe! Ja, okay, nein. Doch, vielleicht. Ja, nein, oh. Eva nimmt Devs Haar an. Blah. Haha, Aunt. Oh, ich hab grad was im Hals. Oh. Sie muss lachen, okay? Ich dachte, ich bin freundlich zu Sebastian. Zu Sebastian! Ich dachte, ich bin freundlich zu Sebastian. Sei still! Ich habe es hinbekommen.